Hallo, liebe Zuschauer, Castlevania Symphony of the Night. Weiter geht's mit Alucard und mit Geisti. Super Spitzname. Hallo? Nenü? Der Albtraum. Mother! That voice! Alucard, it's you! I'm coming, Mother! I'll save you! No, Alucard! Don't come here! But, Mother! It's all right. If my death can save others, I gladly surrender my life. Mother, no! Please, no! Yes, Alucard. Watch me die, and remember always my last words to you. Yes, Mother. You must despise humans. They are to be your prey. What? Better for them to die than to let them compound their sins. Begin by slaying that one over there. No, it wasn't like this. What's wrong? Alucard. My mother never said such a thing. What do you mean? Kill them and bring them happiness. No, you're not my mother. What kind of demon are you? You broke free of my spell. I like that. Demon, death is too good for you. Come here, little boy, and show me what you've got. Du bist nicht meine Mutter. Ja, Geist, die macht das schon. Na du? Es läuft ja super. Ich kann hier oben aber auch super erreichen, muss ich mal sagen. I smell your blood. You're a vampire. Could it be? That strength, that beauty. You're the son of Lord Dracula. Death in the dream world will set your soul wandering for eternity, demon. Wait, I beg of you. Jetzt wissen wir aber wenigstens, wie die Mutter gestorben ist. Goldring. Ja, der Goldring. Ich kann mich erinnern, da war doch was. Inscription Wear Clock. Kommen wir später zu. Okay, hätten wir das auch. Speichern ist natürlich selbstverständlich in dem Fall. Also wir haben gesehen, wie Lisa, Alucards Mutter, gestorben ist. Vom Dorfpöbel umgebracht. Aber die Worte hat sie so natürlich nicht gesagt. Jetzt aber zurück zum Text. Und zwar den Turm da hinten runter. Ja, jetzt behalte ich den Timestop mal wieder.
Holy Water hat ja nicht allzu viel gebracht. So, lass uns hier mal in Ruhe runtergleiten. Ich weiß ja nicht, ob links und rechts noch irgendwelche Gänge kommen. Da könnte man eine Pause machen. Super. Morgens 9:30 in Alucards Schloss. Erstmal eine Pause. Und Knoppers. Haben wir eigentlich schon Knoppers gefunden? Ich glaube nicht. 1000 Gegenstände in dem Spiel, aber kein Knoppers. Ui! Da wären wir. Die Underground Caverns. Ich habe keine Ahnung, wo ich die Mermaid Statue finde. Oh, Speicherpunkt, das war klar. Nutzen wir natürlich. Da geht's wieder rauf, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Vor allem auch die nervigen Typen da unten, da oben, da rumrennen. Was bewirkt das denn nochmal? Dass das Wasser da hinten ansteigt? Haha! Was habt ihr jetzt davon? Hoffentlich war das richtig. Nein! Da komme ich nicht dran. Shiitake-Pilz. Hat das mal jemand gegessen? Die sollen ja köstlich sein. Wie gesagt, Wasser ist hier noch gefährlich. Das muss da einfach sein. Für Geld tue ich alles. Ich weiß echt nicht mehr, wo diese Merman-Statue... Habe ich vorhin Mermaid-Statue gesagt? Das ist es nicht. Ja, hier müssen wir auch noch irgendwas triggern. Eine Knuckle Duster. Auch eine Waffe. Ja. Iron Studded Breast Knuckles. Okay. Something appeared near the wooden bridge. Das Herald Shield. Ja, natürlich bessere Defensive, klar. Von wegen, da müssen wir auch noch was triggern. Da hinten, wo die Brücke war. Das funktioniert nämlich genauso wie jetzt gerade mit dem Skelett. Ihr werdet sehen, dass der nämlich dann die Holzbrücke für uns zerstört. Wenn wir an ihm vorbeikommen. Dabei ist der Geist gerade mal nicht so hilfreich. Hallo! Hey! Hallo! So, vielleicht von der anderen Seite in den Bildschirm rein. Diese Holzbrücke kriegen wir nämlich nur kaputt, wenn der da sein explosives Fass draufschmeißt. Kommt der jetzt automatisch hier hin? Soll nicht zu weit reingehen. Nicht, dass er es zu früh schmeißt. Put, 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 put. Komm schon. Kleines Skletti. Komm schon.
Wirf das, Skeletti, Skeletti. Los. Danke, Skeletti. Okay, dann kann ich jetzt auch hier runter, ne? Yay. Wo geht's denn hier nochmal hin? Verlassene Mine. Die hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay, aber... Naja gut, haben wir das schon mal freigeschaltet. Das ist schon mal gut. Dadurch habe ich jetzt immer noch die Merman Statue, die ich doch unbedingt brauche. Ich kann den Geist mal wieder rausholen. Familia ist ja schon mittlerweile Level 4. Ah, die anderen müssen wir uns auch noch besorgen. Hier, vor allem die kleine, hübsche Fee. Ah. Wasser kannst du nicht ab, genau, so war das. Ja, danke. Da ging aber ein... Na, da waren auf jeden Fall Schuhe. Habe ich gesehen. Wasser ist nach wie vor eine doofe Idee. Das war sehr clever. Hier hatte ich zwar schon die Eismehl, aber bin halt neugierig. Eingangsbereich. Mhm, genau. Gut, haben wir das auch schon mal freigeschaltet. Aber auch das ist es noch nicht. Merman Statue. I want it so bad. Naja, komm, fahr mich mal. Danke, alter Freund. Geisti kümmert sich um die Fledermäuse. Hui! Hm, tolle Konstruktion. Danke! Yes! Obtained Merman Statue. Macht was? Merman Statue summons the Oarsman. Hm. Aber damit ist, glaube ich, nicht der Ort hier gemeint, den er berufen werden soll. Nämlich ein Ort weiter hinten. Ah, da gehen wir jetzt hin. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, jetzt wo ich gerade hier unseren schicken grünen Mantel sehe, sobald wir genug Kohle haben für den Jonathan's Mantel. Mantel? Jonathan's Mantel, genau, für den Jonathan's Mantel. Cloak. Weil dann am besten wieder laufen. Komplett den Weg zurück. Da
kann man sich dann die Farben aussuchen des Cloaks, welche Farben dieser Cloak dann haben soll. Ich glaube, zweifarbig geht's. Ich tendiere zu Gelb und Blau. Ja. Stadtfarben meiner Heimatstadt. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, wenn es da wieder heißt Castlevania Symphony of the Night. Und dann holen wir uns The Holy Symbol, damit wir unter Wasser atmen können. Und dann holen wir uns das Schwert, welches unendlich Juwelen produziert. Wir werden reich. Reich.